Auf unserer Erde ist es die Sonne, die das Wettergeschehen antreibt wie ein Motor. Manchmal wie einer, der außer Kontrolle geraten ist. Immer wenn in der Atmosphäre heiß und kalt aufeinanderprallen, gibt es heftige Turbulenzen. Das gilt überall auf dem Erdball. Doch auf anderen Planeten sind Stürme nicht nur viel heftiger und haben viel größere Ausdehnungen. Sie sind überhaupt ganz anders geartete Phänomene als bei uns. Woran liegt das? Ist vielleicht die Sonne auch auf den anderen Planeten die Triebkraft für diese außerirdischen Unwetter? Wenn nicht, was sind dann die Ursachen? Im Prinzip herrschen überall in unserer Galaxie die gleichen Naturgesetze. Aber jeder Planet hat seine eigenen Spielregeln. Der gesamte Mars zum Beispiel ist zurzeit eingehüllt in riesige Staubwolken. Dieser globale Staubsturm blockiert 99% des Sonnenlichts, das sonst auf die Oberfläche des roten Planeten trifft. Genau genommen entsteht der Schleier durch eine Vielzahl einzelner massiver Windhosen, die den Staub hoch in die Atmosphäre schleudern. Einmal in Gang gesetzt, dauert es Monate, bis der Marshimmel wieder klar ist. In mancher Hinsicht hat der Mars die dramatischsten Wetterphänomene im Sonnensystem, weil ein einzelnes Ereignis den gesamten Planeten erfasst. Hat sich einer dieser Staubstürme wieder gelegt, dauert es eine Weile, bis der nächste entstehen kann. Nach einem großen Sturm ist die Oberfläche völlig staubfrei und es braucht eine Weile, bis sich neuer Staub gebildet hat. Vor allem im sogenannten Windkorridor. Wenn dann wieder genügend Staub auf der Oberfläche vorhanden ist, kann der nächste Sturm folgen. Wenn also auf dem Mars die gleichen Gesetze von heiß und kalt gelten wie auf der Erde, warum ist das Wetter dort dann so völlig anders? Erstens liegt das daran, dass der Mars nur halb so groß ist wie die Erde. Zweitens ist er um 50% weiter von der Sonne entfernt und deshalb erheblich kälter. Die Durchschnittstemperatur auf seiner Oberfläche beträgt minus 63 Grad Celsius, verglichen mit 16,5 Grad plus bei uns. Außerdem ist seine Atmosphäre extrem dünn. Und sie besteht hauptsächlich aus Kohlendioxid. Doch der wohl wichtigste Unterschied ist die Tatsache, dass die gesamte Marsoberfläche eine einzige Wüste ist. So ähnlich würde die Erde ohne Wasser aussehen, wahrscheinlich sehr staubig. Auf der Marsoberfläche gibt es kein flüssiges Wasser und in der Atmosphäre nur sehr wenig Wasserdampf. Also kann nichts den Staub niederhalten. Auf der Erde sind Staubstürme örtlich begrenzt und nur von kurzer Dauer. Auf dem Mars sind sie so viel größer, weil sie ihr eigenes Wetter schaffen, während die irdischen Stürme praktisch Sklaven der Wetterbedingungen um sie herum sind. Mit anderen Worten, auf der Erde erzeugt das globale Wettersystem die Stürme, während auf dem Mars die Stürme ein globales Wettersystem hervorbringen. Die Astronomen haben die gewaltigen Staubstürme auf dem Mars schon seit langem mit ihren Teleskopen beobachten können. Was sie nicht sehen konnten, waren die Ursachen. Die waren nur durch eine Reise zum roten Planeten zu ermitteln. In 2003 schickte die NASA zwei Landefahrzeuge auf die Oberfläche. Diese Rover hießen Spirit und Opportunity. Sie sollten die geologische Beschaffenheit erkunden. Im Kontrollzentrum war man davon ausgegangen, dass die beiden Roboter nicht lange funktionsfähig bleiben würden, weil sich Staub auf den Solarbatterien absetzen würde. Wenn viel Staub aus der Atmosphäre die Solarzellen bedeckt, trifft kaum noch Sonnenlicht auf das Silizium. Dann, so dachten wir, würden Spirit und Opportunity lahmgelegt. Doch genau das geschah überraschenderweise nicht. Die Roboter blieben aktiv. Immer wenn sich Staub auf ihnen angesammelt hatte, wurde er irgendwie wieder weggewischt. Bei der NASA war man verblüfft, bis die Roboter selbst die Ursache im Bild festhielten und die Aufnahmen zur Erde funkten. Es waren Dust Devils, Staubteufel, also Windhosen oder kleine Wirbelstürme.
Diese Staubwirbel erwiesen sich praktisch als unsere weißen Ritter. Sie säuberten die Solarzellen immer dann, wenn wir mit Problemen rechnen mussten. Wir haben wunderschöne Fotos, die zeigen, wie die Windhosen in der Ferne durch die Marsatmosphäre sausen wie Geistersoldaten. Diese Windhosen entstehen durch extrem schnell aufsteigende heiße Luft. Diese heiße Luft steigt ebenso rasant auf, wie Wasser durch ein Rohr nach unten rauscht. Sie schraubt sich nach oben, in die kälteren Schichten. Die Rotation entsteht, weil die wärmere Luft weniger Dichte hat als die kältere, durch die sie aufsteigt. Man nennt das Konvektion. Die Konvektionskräfte können so stark sein, dass sie Gegenstände mit nach oben reißen. Wenn auf der Erde Feuchtigkeit in die Höhe transportiert wird, entstehen Stürme. Aber auf dem Mars gibt es keine Feuchtigkeit. Dort wird nur der trockene, dunkle Staub emporgewirbelt. So entstehen die gewaltigen Staubstürme. Sie wiederum absorbieren das Sonnenlicht, sodass sich die Atmosphäre weiter aufheizt. Das verstärkt die Konvektion und es wird noch mehr Staub hochgeschleudert. So werden noch stärkere Winde erzeugt, die dann noch mehr Staub aufwirbeln. Der Sturm kann sich über tausende Kilometer erstrecken und den ganzen Planeten einhüllen. Und da die Marsatmosphäre so dünn ist, wird dieser sich selbst verstärkende Zyklus sehr leicht in Gang gesetzt. Weil die Differenz zwischen Oberflächen- und Lufttemperatur viel größer ist als bei uns, ist doch die Konvektion viel stärker. Auf der Erde kommen solche Temperaturextreme normalerweise nicht vor. Doch bisweilen gibt es in einigen Wüsten ähnlich starke Konvektionskräfte. Dann erleben wir auch ähnliche Staubteufel wie auf dem Mars. An der Arizona State University erzeugt Lynn Neagrace Staubteufel nach Mars, nämlich im Labor mit einem Wirbelgenerator. Anstelle von Staubpartikeln benutzt er Trockeneis in Form von Pulver und von Stücken. So entstehen zwar keine genauen Kopien der Windhosen, aber er kann beobachten, wie sie die Partikel nach oben saugen. Natürliche Staubteufel entstehen gewöhnlich von unten nach oben, im Gegensatz zu Tornados, die sich von oben nach unten herausbilden. Wenn ich den Generator anschalte und den Luftstrom durch die Ventilatoren rotieren lasse, lenke ich ihn nach unten und es ergibt sich der Windhosenwirbel. Mit anderen Worten, der Generator, der wie ein riesiger Staubsauger funktioniert, imitiert den Konvektionseffekt. Wie man sieht, werden auf einer breiteren Grundfläche die größeren Trockeneisstücke emporgesogen und dabei enger zusammengeführt. Der stärkste Sogeffekt ist in der Mitte zu beobachten. Die Laborexperimente können allerdings nicht die Frage beantworten, wie die Windhosen auf dem Mars derart verheerende Ausmaße annehmen. Einige Forscher meinen, dass es viele Einzelne sind, die so viel Staub aufwirbeln. So brauen sich Stürme riesiger Ausdehnung zusammen. Dabei entstehen Windmuster zwischen warmer Luft hier und kalter dort. Diese Luftbewegungen verteilen sehr bald Staub über den ganzen Planeten. Unsere Messungen haben ergeben, dass an einigen Sommertagen pro Quadratmeile bis zu 200 Staubteufel entstehen können. Einige sind nur 100 Meter hoch, andere aber 10 Kilometer. Da gibt es turmhohe Ungeheuer, wie sie auf der Erde unmöglich wären. Die größten Staubteufel ähneln unseren Tornados. Sie erreichen Höhen von 10 Kilometern. Es sind also wahre Monstersysteme. Im Labor benutzen die Forscher pulverisierte Walnussschalen, um im Windtunnel das Verhalten der Staubpartikel auf dem Mars nachzuahmen. Wenn wir diese Vorgänge imitieren können, verstehen wir vielleicht auch, wie sich die Oberfläche des Mars im Lauf der Zeit verändert hat und auch weiterhin verändert. Überraschenderweise haben die Experimente gezeigt, dass die Winde größere Partikel leichter nach oben schleudern als die kleineren Staubkörner. Das liegt an den Kohäsionskräften und den statischen Kräften zwischen den ganz kleinen Staubkörnern.
Aufnahmen von den Solarzellen der Rover haben gezeigt, dass Sandkörner auf sie geprallt sind und Spuren hinterlassen haben. Das ist interessant, weil wir normalerweise nicht erleben, dass Sand so hoch aufgewirbelt wird. Auf der Erde haben Windhosen nicht genügend Energie, um ein Chaos anzurichten wie auf dem Mars. Aber was wäre, wenn auch bei uns ein gewaltiger Staubsturm wie auf dem roten Planeten wüten würde? Auf der Erde würden solche Staubstürme ganze Städte in einen orangefarbenen Dunstschleier hüllen. Es wäre eine Katastrophe. Uns bliebe die Luft weg und der Staub würde die Sonnenstrahlen blockieren und die Photosynthese stoppen. Kein Pflanzenwachstum mehr und damit auch keine Nahrung. Die Temperaturen würden in den Keller fallen. Die Erde würde ähnliche Bedingungen erleben wie vor 65 Millionen Jahren bei dem Asteroideneinschlag, der zum Aussterben der Dinosaurier führte. Das wird auf der Erde nicht geschehen, weil bei uns Regenfälle und Luftfeuchtigkeit den Staub niederdrücken oder aus der Atmosphäre verdrängen würden. Bei uns hätten es solche Staubstürme wegen der klimatischen Bedingungen sehr schwer. Trotz all der Unterschiede zwischen den beiden Planeten könnten Wettervorhersagen für den Mars eines Tages ebenso wichtig sein wie die für die Erde. Jedenfalls, wenn dort einmal Menschen landen sollen. Der Begriff Umwelt bezieht sich nicht mehr nur auf die Wiese nebenan oder den Bach am Ende der Stadt. Er umfasst das gesamte innere Sonnensystem. Das ist jetzt unsere Umwelt. Weiter draußen, am Rand unseres Sonnensystems, gibt es weitere Überraschungen. Der Neptun zieht 4,5 Milliarden Kilometer von der Sonne entfernt seine Kreisbahn um das Zentralgestirn. Vieles an diesem großen blauen Planeten ist uns noch ein Rätsel. Die Jetstreams, das sind die Luftströmungen in seiner oberen Atmosphäre, erreichen die unglaubliche Geschwindigkeit von 2400 Kilometern in der Stunde. Wie ist das möglich? Die Sonnenkraft, die das Klima auf der Erde und dem Mars steuert, reicht kaum bis zum Neptun. Deshalb ist er auch ein eiskalter Planet. An seiner Wolkenobergrenze herrschen Temperaturen von minus 220 Grad Celsius. Was also treibt diese Winde an, wenn es die Sonnenwärme nicht sein kann? Das ist eines der interessanten Rätsel im äußeren Sonnensystem. Trotz der immer größeren Entfernung von der Sonne nehmen die Winde nicht ab. Sie sind immer noch sehr heftig. Sie müssen ihre Energie also aus einer anderen Quelle beziehen. Die Frage ist nur, aus welcher? Der Neptun bezieht seine Energie auf keinen Fall von der Sonne. Die Energie, die wir entdeckt haben, gibt der Planet als Hitze im Infrarotbereich ab. Sie ist 2,5-mal so stark wie die von der Sonne. Also erzeugt der blaue Planet seine Energie selbst. Allerdings nicht in seinem Kern, der vermutlich überwiegend aus Gestein und Eis besteht, sondern in seinem Mantel, der sich aus Methan, Ammoniak und Wasser zusammensetzt. Dieser Mantel steht unter gewaltigem Druck und produziert deshalb enorme Mengen Hitze. Anders gesagt, die Oberfläche ist zwar eiskalt, aber aus dem Inneren entweichen große Energiemengen in Form von Hitze. Diese Hitze hilft offenbar dabei, die gewaltigen Höhenwinde entstehen zu lassen. Doch die sind so stark, dass noch eine andere Ursache beteiligt sein muss. Irgendetwas, das sie immer schneller werden lässt. Auch die Erde hat einen heißen Kern und ist außerdem der Sonne viel näher als der Neptun. Warum also gibt es bei uns keine so heftigen Jetstreams wie dort? Ein wichtiger Faktor sind unsere Weltmeere. Sie funktionieren als Wettermaschinen, weil sie Energie speichern und wieder abgeben. Es ist ein Geben und Nehmen von Energie in einem komplizierten System. Auch dieses System erzeugt starke Winde. Die stärksten auf unserem Planeten bilden sich allerdings nicht über den Meeren, wie man vielleicht erwarten würde, sondern über dem Gipfel eines nicht mal besonders hohen Berges. Es ist der Mount Washington im US-Bundesstaat New Hampshire. Die stärksten je registrierten Winde wurden hier am 12. April 1934 mit 372 Stundenkilometern gemessen.
Das private Observatorium auf dem Gipfel des 1916 Meter hohen Mount Washington dient als Wetterwarte. Im Winter ist sie nur mit Schneeraupen erreichbar. Hier herrschen einige der extremsten Bedingungen der Erde. Im Winter haben wir alle paar Tage Stürme von über 160 km/h. Das sind zwar nur Brisen im Vergleich zu den Stürmen auf dem Neptun, aber für irdische Verhältnisse äußerst heftige Winde. Warum entstehen sie gerade hier und nicht etwa auf dem viermal so hohen Mount Everest? Wir sind hier an einer Stelle, an der Winde aus den verschiedensten Richtungen zusammentreffen. Vom Flusstal des Ohio, vom Tal des St. Lawrence-Stroms und von der Küstenregion im Osten. Sie alle vereinen sich hier auf dem Gipfel des Mount Washington. Der Höhenunterschied zwischen den Tälern und dem Gipfel ist mit über 1200 Metern beträchtlich. Die Luft ist gezwungen, über den Gipfel zu strömen, wird dabei zusammengepresst und beschleunigt. Gemessen werden die Windgeschwindigkeiten stündlich zur vollen Stunde, Tag und Nacht, 7 Tage die Woche. Über 160 Stundenkilometer. Auf den Instrumenten bildet sich schneller Eis. Es ist Zeit, sie zu enteisen. Trotz des Sturms müssen wir das jetzt jede Stunde tun. Die zerklüftete Oberfläche der Erde, die am Mount Washington die Winde so beschleunigt, sorgt mit ihren Hindernissen beruhigenderweise auch dafür, dass sie irgendwann wieder abflauen. Und das ist ein entscheidender Unterschied zum Neptun. Er ist ein Gasplanet mit einer ebenen Oberfläche, glatt wie eine Billardkugel. Es ist nicht so, dass die Winde dort immer weiter angetrieben werden. Es gibt nur einfach nichts, das sie verlangsamen könnte. Wenn sie erst einmal wehen, kann nichts sie aufhalten. Was würde wohl ein durchschnittlicher Neptun-Orkan mit seinen gut 1400 Stundenkilometern auf der Erde anrichten? Wenn bei uns Hurricanes Geschwindigkeiten von mehr als 160 Stundenkilometern erreichen, finden wir das ziemlich schlimm. Aber Stürme wie auf dem Neptun würden mit ihren über 1400 km/h wahrscheinlich alles von der Erdoberfläche fegen und wegkratzen. Ein trüber Tag und es beginnt zu regnen. Wären wir auf der Erde, würden wir einen Schirm aufspannen und vielleicht über die leichte Unannehmlichkeit schimpfen. Aber wir sind hier nicht auf der Erde und dies ist auch kein gewöhnlicher Regen. Wir befinden uns auf dem kleinen Saturnmond Titan. Was hier herabregnet, ist ein chemischer Stoff, gegen den kein Schirm schützen könnte. Die irdischen Wetterregeln haben hier keine Geltung, obwohl die Erde und dieser Mond viele Ähnlichkeiten aufweisen. Auf der Erde haben wir eine feste Oberfläche, eine schützende Atmosphäre und eine Menge Wasser. Etwas Ähnliches finden wir auf Titan, allerdings ist es nicht das Gleiche. Das gibt es sonst nirgendwo im Sonnensystem. Immerhin hat auch der Mond Titan eine feste Oberfläche. Und das ist noch nicht alles. Titan hat eine Atmosphäre, die der irdischen in mancher Hinsicht ähnelt. Auch sie besteht überwiegend aus Stickstoff und ist wie die unsere reich an organischer Materie. Doch ähnlich ist eben nicht das Gleiche. Die Erdatmosphäre enthält zu allen Zeiten riesige Vorräte an Wasser. Es ist in einen ständigen Kreislauf von Verdunstung und Niederschlag eingebunden. Zum Beispiel hier, auf der hawaiianischen Insel Kauai. Wir sind hier am Mount Waialeale, der hinter uns von Wolken verhangen ist. Hier fallen jährlich über 120 cm Regen. Der Wasserkreislauf auf der Erde beginnt bekanntlich, wenn warme, feuchte Meeresluft aufsteigt und Wolken bildet, aus denen es irgendwann regnet.
Der Regen fällt auf das Land, sammelt sich in Flüssen und fließt zurück in die Meere. Dann beginnt der Zyklus von neuem. Wenn Wasser verdunstet, absorbiert es Sonnenenergie. Wenn Wasser kondensiert, entlässt es all diese Energie in die Atmosphäre. Dieser Wärmeaustausch mäßigt die Bedingungen auf der Erde. Das Wasser auf unserem Planeten speichert bis zu 80% der Sonnenwärme. So sorgt es für relativ stabile Temperaturen in den jeweiligen Regionen zwischen dem Äquator und den Polen. Auch auf dem Saturnmond Titan, so spekulieren die Forscher, könnte es Wasser oder eine andere Flüssigkeit geben, die einen ähnlichen Effekt erzeugt. Diese These schien sich zu bestätigen, als die Saturnsonde Cassini im Jahr 2004 eine Umlaufbahn um den Planeten und seinen Mond einschlug. Bei einem Besuch würden wir auf Titan eine Landschaft erblicken, die uns fast bekannt vorkäme. Große Berge und lange Täler, die durch fließende Gewässer in die Oberfläche gekerbt wurden. Das hat die Cassini-Sonde herausgefunden. Als sie den Mond umflog, hat sie die dichte Dunsthülle mit Radarstrahlen durchdrungen und die Oberfläche abgetastet. So erblickten die Forscher Kanäle, die die Oberfläche durchschneiden wie große Flüsse auf der Erde. Manche fast 1500 Kilometer lang. Das waren die ersten starken Indizien für das Vorkommen von Flüssigkeit. Es gibt auf der Titanoberfläche große Flüssigkeitsansammlungen. Das ist sonst nur auf der Erde der Fall. Aber könnte es sich tatsächlich um Wasser handeln? Oder ist es eine andere Flüssigkeit, die die Oberfläche so zerklüftet hat? Gegen flüssiges Wasser spricht die riesige Entfernung von der Sonne. Wasser könnte es hier höchstens in Form von Eis geben. Bei minus 185 Grad Celsius herrschen auf Titan andere Bedingungen. In dieser Kälte hat sich das Methan, das auf der Erde ein Gas ist, verflüssigt. Damit wäre ein Rätsel gelöst. Doch dass das Methan auf Titan flüssig ist, bedeutet nicht automatisch, dass es einen Wetterzyklus antreibt, wie das Wasser auf der Erde. Können wir überhaupt sicher sein, dass dieses Methan auch aus dem Himmel über dem Saturnmond fällt? Die Antwort darauf war nicht einfach zu erlangen. Titan ist überall in dichten Dunst aus Smogpartikeln gehüllt, wie an einem schlimmen Tag in Los Angeles. Doch der Cassini-Sonde gelang es, den Dunstschleier zu durchdringen. Wir können die obere Wolkendecke sehen und Indizien dafür, dass es dort regnet, denn die Wolken senken sich sturzartig ab. Daraus schließen wir, dass es sich um den Effekt von Regenfällen handelt. Methan-Regenfälle. Wir nehmen an, es gibt dort Methanmonsune, die manchmal so heftig sind, dass sie Flussläufe in die Oberfläche schneiden und große Flutablagerungen hinterlassen. Die Cassini-Sonde hat mit ihren Radarstrahlen auch enthüllt, dass es große Methangewässer auf der Oberfläche gibt. Wenn es flüssiges Methan auf der Oberfläche gibt, etwa als See, kann es verdunsten und als Gas in die Atmosphäre aufsteigen. Es wäre eine Art Zyklus zwischen Methan in seinem flüssigen und seinem gasförmigen Zustand, zwischen Oberfläche und Atmosphäre. Das ist dem Wasserkreislauf auf der Erde sehr ähnlich. Und in der Atmosphäre spielt sich dann die dritte Stufe des Kreislaufs ab. In ihren oberen Schichten wird das Methan kontinuierlich durch die Sonneneinstrahlung zersetzt. Das Methan kommt mit ultravioletten Strahlen und elektrisch geladenen Partikeln in Kontakt und wird dabei aufgespalten. Es wird unwiderruflich zerstört und trotzdem gibt es so viel davon. Anders als auf der Erde, wo das Wasser nie verloren geht. Auf Titan erhält das Methan offenbar immer wieder Nachschub. Wir wissen nur nicht, auf welche Weise. Wie kann es sein, dass da ein Mond ist, der 4,5 Milliarden Jahre nach seiner Entstehung noch immer Methan in seiner Atmosphäre hat, obwohl es ständig aufgespalten wird und verschwindet? Woher kommt dieser Nachschub? Einen Hinweis könnten die rätselhaften Wolkenfelder liefern, die man entdeckt hat. Sie rühren sich nicht vom Fleck.
Eine der Hypothesen lautet, dass sie sich über einen Geysir gebildet haben oder jedenfalls einer Stelle, an der Methan aus dem Mondinneren an die Oberfläche tritt. Das wäre dann eine Erklärung für den Nachschub in der Atmosphäre. Uns fällt kein anderer plausibler Grund dafür ein, dass es Regionen gibt, an denen viele Jahre lang keine einzige Wolke zu sehen ist und dann plötzlich die größte Wolke entsteht, die wir je gesehen haben. Und das wiederholt sich. Methan ist ein brennbares Gas. Warum also steht Titan nicht in Flammen? Für jede Verbrennung braucht man zweierlei, den Brennstoff und Sauerstoff. Aber auf Titan gibt es keinen Sauerstoff. Man hat also praktisch einen riesigen Tank voller Treibstoff, aber keine Möglichkeit, ihn zu entzünden. Alles stabil. Wäre es auf der Erde kalt genug für Methanniederschläge, würde der Sauerstoff in unserer Atmosphäre einen verheerenden globalen Feuersturm auslösen. Zum Glück ist das unmöglich. Ein Fazit. Der Methanzyklus auf Titan weist ebenso viele Unterschiede zur Erde auf wie Ähnlichkeiten. Für mich ist Titan so aufregend, weil die Stoffe dort zwar ganz andere sind als bei uns, aber trotzdem mit ihren Prozessen sehr ähnliche Landschaften hervorbringen wie auf der Erde. Machen wir einen Sprung zum Jupiter. Das hier ist der größte und älteste Sturm im gesamten Sonnensystem. Er tobt im sogenannten Großen Roten Fleck, dem berühmtesten Merkmal dieses größten aller Planeten in unserer Nachbarschaft. Er ist 2 bis 3 Mal so groß wie die Erde und die Mutter aller Stürme. Bekannt ist der Große Rote Fleck seit über 300 Jahren. Schon bald, nachdem Galilei das Teleskop erfunden hatte, haben die Menschen den großen roten Fleck beobachtet und er ist immer noch da. Und noch immer gibt er Rätsel auf. Niemand weiß, wie er entstanden ist. Aber die Astronomen haben begonnen, unter die Wolkendecke zu blicken und Neues über diesen exotischen Orkan zu erfahren. Das Erste, was auffällt, ist seine unglaubliche Intensität. Mit Windgeschwindigkeiten von 480 km/h schießt er kilometerweit über die Wolkendecke ins All. Die anscheinend vergleichbaren Wirbelstürme auf der Erde, also die Hurricanes, Taifune und Zyklone, sind wesentlich kleiner und zahmer. Trotzdem geht auch von ihnen eine enorme Gewalt aus. Diese Wettersysteme richten bei uns mehr Zerstörungen an als alle anderen. Wie groß sind die Ähnlichkeiten zwischen den Wirbelstürmen bei uns und dem großen roten Fleck auf dem Jupiter wirklich? Blickt man aus dem Weltraum auf einen Hurrikan auf der Erde, sieht man einen großen, runden Wirbel. Auch auf dem Jupiter sehen die Wirbel groß, rund und wolkig aus und rotieren. Aber da enden die Ähnlichkeiten auch schon. Hurrikans haben einen zentralen Kern, das sogenannte Auge tropischer Wirbelstürme. In ihm herrscht fast Windstille. Es ist wolkenlos und hat einen Durchmesser von meist 10 bis 20 Kilometern. Begrenzt wird es durch die Augenwand. Dort gibt es dichte Wolken mit starken Regenfällen. Auf den nächsten 200 Kilometern nach außen gibt es dann die heftigsten Winde und Niederschläge. Die irdischen Hurrikans beziehen ihre Energie aus warmen Meeren. Aber der Jupiter hat keine Ozeane. Und er ist auch zu weit von der Sonne entfernt, als dass ihre Strahlung die nötige Energie für den großen roten Fleck liefern könnte. Woher also stammt seine ungeheure Kraft? Ein Teil der Antwort liegt in der Masse des Planeten. Er ist der größte von allen, fast so groß wie alle anderen zusammen. Seine Masse erzeugt eine enorme Anziehungskraft. Die wiederum generiert im Inneren Hitze, die an die Oberfläche steigt. Ein weiterer Faktor könnte die erstaunlich schnelle Eigenrotation des Riesen sein. Er dreht sich in nur knapp 10 Stunden einmal um die eigene Achse.
Ist es denkbar, dass diese schnelle Rotation die Energie für den großen roten Fleck liefert? Diese schnelle Drehung steuert das ganze Wetter auf dem Planeten. Zwischen den einzelnen Höhenschichten wirken Shear-Kräfte. Diese Kräfte und die großen Hitzemengen aus dem Inneren des Planeten, der 290 Mal mehr Masse hat als die Erde, erzeugen extrem wütende Stürme. Auf der Erde und auf dem Jupiter drehen sich die Wirbelstürme nach einem ähnlichen Spiralmuster. Auf der Erde ist dafür die sogenannte Corioliskraft verantwortlich. Wenn ich vom Nordpol aus einen Ball zu einem Freund in Los Angeles werfen möchte und ihn in diese Richtung werfe, landet er wegen der Erdrotation mitten im Pazifik statt in Los Angeles. Die Flugbahn ist nach rechts gelenkt worden. Das nennen wir die Corioliskraft. Diese Trägheitskraft sorgt dafür, dass sich Wirbelstürme auf unserer südlichen Hemisphäre im Uhrzeigersinn drehen. Auf dem Jupiter ist das völlig anders. Dort dreht sich der große rote Fleck gegen den Uhrzeigersinn, obwohl er ebenfalls in der Südhalbkugel auftritt. Dafür sind andere mächtige Windbewegungen verantwortlich. Der Fleck wird durch Strömungen begrenzt, die in entgegengesetzte Richtungen wirken. So sitzt er wie ein Zahnrad zwischen zwei Förderbändern, die das System antreiben. Dieses Strömungssystem versetzt den großen roten Fleck in ein organisiertes Chaos. Doch den größten Unterschied zu den Wirbelstürmen auf der Erde macht wahrscheinlich etwas anderes aus, nämlich die feste Oberfläche unseres blauen Planeten. Denn wenn Hurricanes vom Meer aufs Land treffen, verlieren sie recht schnell an Kraft. Wenn die Wirbelstürme über festes Land und besonders über Gebirge ziehen, verhalten sie sich völlig anders als über den Meeren, vor allem über den warmen Meeren, wo sich ja die Hurricanes bilden. Auf dem Jupiter gibt es eben keine feste Oberfläche. Ohne Landmasse, die als Bremse wirken könnte, rotiert der große rote Fleck ununterbrochen weiter. Die Forscher können nur hoffen, dass ihnen weitere Entdeckungen gelingen, um das Phänomen zu enträtseln. Das könnte nämlich auch dabei helfen, die irdischen Wettersysteme besser zu verstehen. Auf der Erde lässt sich das Wetter nur begrenzt vorhersagen. Auf dem Jupiter können wir Monate im Voraus prophezeien, wo der rote Fleck sein wird. Es hat einen praktischen Wert für uns, wenn wir verstehen, was das irdische Wetter so unberechenbar und das auf dem Jupiter so viel vorhersehbarer macht. Auf jeden Fall ist das Wetter auf der Erde niemals so ungestüm wie auf dem Jupiter. Würde sein großer roter Fleck maßstabsgerecht verkleinert bei uns wüten, wäre das eine fatale Katastrophe. Dann hätten wir statt der Hurricanes der Kategorie 5 welche der Kategorie 10. Da bliebe nichts verschont. Andere außerirdische Wettersysteme und Stürme folgen wieder ganz anderen Regeln. Unser Nachbarplanet Venus, der Sonne am zweitnächsten, ist eine Mischung aus Giftmülldeponie und dem kalifornischen Death Valley. Nur schlimmer. Es ist fast eine planetarische Definition für Hölle. Die Durchschnittstemperatur beträgt höllische 470 Grad Celsius. Der Druck der Atmosphäre ist ebenso hoch wie bei uns der Wasserdruck 800 Meter unter dem Meeresspiegel. Als wäre das noch nicht genug, enthält die obere Kohlendioxidatmosphäre auch noch Schwefelsäurewolken. Und Stürme erreichen dort 400 Stundenkilometer. Um die Bedingungen auf der Venus nachzuempfinden, müsste man in einen super heißen Ofen klettern. Den Druck wiederum könnte man nur beim Tiefseetauchen nachahmen. Auf der Erde gibt es nichts Vergleichbares. Es ist eben ein äußerst extremes Objekt. Vor der Hitze gibt es kein Entrinnen. Sollte sich ein besonders heißer Fleck bilden, würde die massive Atmosphäre die Hitze einfach verteilen. Die Venus strahlt so hell am Nachthimmel, dass man sie mit bloßem Auge erkennen kann. Das liegt daran, dass ihre dichte Wolkendecke fast sämtliches Sonnenlicht reflektiert, das dort auftrifft. Einige Astronomen hatten früher sogar angenommen, dass auf ihr gemäßigte erdähnliche Temperaturen herrschen. Als 1962 eine Sonde an der Venus vorbeiflog, erwarteten wir eine Oberfläche mit 32 Grad Celsius wie in Miami. Weit gefehlt. Auf dem Planeten muss etwas vor sich gehen, das wir nicht kennen. Aber was? Warum kühlt er nachts nicht ab wie die Erde? Wenn auf der Erde Sonnenlicht auf die Oberfläche trifft, erwärmt es sie ein wenig.
Aber der Sauerstoff und der Stickstoff in der Atmosphäre behindern das Sonnenlicht nicht. Wenn es also im Infrarotbereich wieder entweicht, verschwindet es durch die Atmosphäre hindurch ins All. Doch die Atmosphäre der Venus besteht zu 96% aus Kohlendioxid. Entsprechend hoch ist der Treibhauseffekt. Die Oberfläche hat kaum Chancen, Energie abzugeben. Die Venus hat uns die Lektion erteilt, dass Treibhausgase die Atmosphäre ungemein aufheizen können. Doch warum hat die Venusatmosphäre so viel mehr Kohlendioxid als die irdische? Die beiden Planeten haben doch sonst so viel gemeinsam. Man nennt sie ja nicht umsonst Geschwisterplaneten. Sie haben fast die gleiche Größe, weisen nahezu den gleichen Anteil an Kohlenstoff auf und hatten bis vor einigen Milliarden Jahren ähnlich große Mengen an Wasser. Irgendwann in Urzeiten nahmen die beiden dann eine völlig unterschiedliche Entwicklung. Auf der Erde entstand mit Hilfe des Wassers Leben. Die Erde speichert den Großteil ihres Kohlenstoffs in Lebensformen wie Bäumen und Tieren. Aber man brauchte nur all den Kohlenstoff im oberflächennahen Gestein zu verbrennen oder sonst wie herauszulösen und schon hätte man eine ähnliche Atmosphäre wie auf der Venus. Auf unserem Schwesterplaneten war das flüssige Wasser wegen der großen Nähe zur Sonne in die Atmosphäre verdunstet. Dort blieb die Sonnenhitze gefangen und erzeugte den Treibhauseffekt. In der Atmosphäre wurden die Wassermoleküle durch die ultraviolette Strahlung der Sonne zersetzt. Wie wichtig der Treibhauseffekt war, wurde erst erkannt, als die Venussonden zeigten, dass es dort unglaubliche 470 Grad heiß ist und nicht etwa 32. Vorangegangen waren mehrere gescheiterte Missionen. Seit den 1960er Jahren hatten die USA und die Sowjetunion verschiedene Sonden zu dem Planeten geschickt. Einige landeten dort sogar. Aber sie verbrannten immer nach kurzer Zeit. Erst 1981 gelang dem sowjetischen Landefahrzeug Venera 13 der bisherige Rekord. Es blieb 2 Stunden und 7 Minuten funktionsfähig, bevor es ebenfalls ein Opfer der Hitze wurde. In dieser Zeit machte es zahlreiche Aufnahmen und sammelte sogar Proben von der Oberfläche ein. In einer 470 Grad heißen Umgebung wird alles nach einer Weile gebacken wie in einem Ofen. Trotzdem hoffen die Wissenschaftler, dass es eines Tages gelingen wird, eine Sonde zur Venus zu schicken, die der höllischen Hitze standhält. Dann könnte sie neue Erkenntnisse darüber liefern, warum dieser Planet so ganz anders ist. Bei der NASA hat man diesen experimentellen Wetterballon entworfen. Er soll bei seinem Einsatz kühl bleiben und 55 Kilometer über der Oberfläche der Venus schweben. Der Ballon muss einen Monat lang Auftrieb haben. Wir haben die Hülle zusammengelegt, wie beim Transport mit einer Raumsonde, und dann auseinandergefaltet und mit Helium gefüllt, um zu sehen, ob es Lecks gibt. Bewegt werden soll der Ballon von den Venuswinden. Diese Winde sind derart stürmisch, dass man mit ihnen den gesamten Planeten in nur 5 Tagen umrunden kann. Also bekämen auch wir eine solche Weltumsegelung. Wenn es jemals dazu kommt, sollen die Instrumente dieses Luftschiffes Experimente durchführen und Messdaten sammeln. Für eine Landung allerdings reichen die bisherigen Techniken nicht aus. Es gibt auch neue Entwicklungen, etwa die Idee, Kernkraft für ein Kühlsystem einzusetzen. Im Moment schrecken uns noch die Kosten, aber wenn wir später so eine teure Mission wagen, könnten wir auch ein nuklear betriebenes Kühlsystem haben. Wahrscheinlich wird das noch eine Weile dauern. So kann man vorläufig nur spekulieren, warum die Venus nach ihrer Entstehung eine andere Entwicklung eingeschlagen hat als die Erde, die ihr in vielem so ähnlich ist. Man muss sich nur unsere Atmosphäre wegdenken. Und schon hat man infernalische Verhältnisse wie auf der Venus. Bei 200 Grad Celsius gäbe es die ersten Schwelbrände. Und lange vor dem Maximum von 470 Grad würde die Erde wegen all des Sauerstoffs in Flammen aufgehen. Wenn dann die Weltmeere verdunstet sind, würde der Kohlenstoff im Gestein des Meeresbodens gekocht und im Laufe von Millionen Jahren in die Atmosphäre entweichen. Käme man danach zur Erde zurück, würde sie wahrscheinlich so ähnlich aussehen wie die Venus. Wir sind noch weit von einem so drastischen Wandel entfernt, aber es sollte uns zu denken geben, was auf unserem Schwesterplaneten so völlig anders gelaufen ist als bei uns. Thank you.
Das hier sind irdische Blitze. Aber es gibt auch Gewitter, die unvergleichlich stärker sind. Bei uns würden sie die gesamten Vereinigten Staaten auf einmal mit ihrer verheerenden Elektrizität erschüttern. Aber wir sind nicht auf der Erde, sondern auf dem Saturn. Doch trotz der gewaltigen Energieentladungen können die Astronomen diese Gewitter nicht sehen. Das liegt zum Teil daran, dass sie von den hellen Ringen des Saturn überstrahlt werden. Die Ringe sind so hell, dass es auf der sonnenabgewandten Seite des Saturn erheblich heller ist als auf der Erde bei Vollmond. Außerdem machen dichte Wolken aus Ammoniak die Gewitter unsichtbar. Die Gewitter entladen sich vermutlich 100 Kilometer unterhalb der Wolken, deshalb sind die Blitze nicht zu erkennen. Die Forscher können sie zwar nicht sehen, aber hören. Ihre unverkennbaren Geräusche sind von Detektoren an Bord der Cassini-Sonde aufgenommen worden. Wir hören die elektrostatischen Entladungen wie in einem Autoradio auf dem Highway. Und dieses Knistern verrät die unsichtbaren außerirdischen Blitze. Man kann die Energie dieser Radiowellen messen und mit der vergleichen, die bei einem Gewitter auf der Erde als Knacken im Radio zu hören ist. Und die Gewitter auf dem Saturn sind etwa 100 Mal heftiger als bei uns. Die Blitze auf der Erde können den Forschern dabei helfen, zu verstehen, wie die Gewitter auf dem Saturn funktionieren. In den Gewitterwolken auf der Erde und auch auf dem Saturn steigt Feuchtigkeit nach oben. Dabei bilden sich Eiskristalle. Sie reiben sich aneinander, nehmen eine positive elektrische Ladung an und werden von den negativ geladenen Wassertröpfchen weiter unten in der Atmosphäre angezogen. Damit sind die Voraussetzungen für mächtige elektrische Entladungen erfüllt. Wenn die Ladungsdifferenz zwischen negativ und positiv groß genug ist, manche Forscher gehen sogar von bis zu 100 Millionen Volt aus, muss die Wolke diese Energie ableiten. Auf dem Saturn geschieht das Gleiche, nur eben 100 Mal intensiver als auf der Erde. Also haben die Blitze dort wahrscheinlich eine Spannung von unfassbaren 10 Milliarden Volt. Gewitterstürme über der südlichen Hemisphäre des Saturn erstrecken sich über mehrere tausend Kilometer und dauern manchmal einen ganzen Monat. Die Forscher rätseln noch, warum diese Gewitter so viel mächtiger sind als die bei uns. Vielleicht hängt es mit der besonders stark gesättigten Atmosphäre zusammen. Wahrscheinlich ist die Tatsache, dass die Saturnatmosphäre vergleichsweise mehr Wasser enthält, für die Stärke der Gewitterstürme verantwortlich. Schließlich bedeuten mehr Wassertröpfchen und Eiskristalle auch mehr Reibung und daher stärkere Blitze. Doch auch die vom Planeteninneren ausgehende Energie könnte die Gewitter antreiben. Wie sich herausstellt, sind die Winde in der sogenannten Blitzallee am wenigsten heftig. Und sie wehen tief unten in der Atmosphäre, genauso wie in den obersten Schichten. Die unten freigesetzte Energie gelangt in die oberste Atmosphäre, ohne dass sie seitlich auseinandergerissen wird. Das verleiht den Sturmsystemen Stabilität. Die Erdatmosphäre hat einen anderen Aufbau. Deshalb sind unsere Stürme, so heftig sie auch sein mögen, sanfte Brisen verglichen mit denen auf dem Saturn. Schon eines seiner Durchschnittsgewitter würde auf der Erde katastrophale Folgen haben. Auf der Erde würde ein Gewitter vom Kaliber des Saturn ganz Nordamerika erfassen und vermutlich mit gewaltigen Stürmen und Regenfällen einhergehen, wie sie die Erde noch nie erlebt hat. So beweist auch der Saturn, dass auf unserem planetarischen Nachbarn monströse Unwetter toben, wie wir sie glücklicherweise nicht erleben müssen. Dabei gelten die physikalischen Gesetze, die die Gewitter auf dem Saturn erzeugen, auch bei uns.
Hier produzieren sie ebenfalls Wetterextreme. Massive Staubstürme, unbarmherzige Winde, tödliche Blitze, zerstörerische Hurricanes und glühende Hitze. Je mehr wir über die außerirdischen Unwetter lernen, desto besser verstehen wir auch, wie unsere eigenen Klimasysteme funktionieren. Und wir wissen, was Menschen bevorstünde, sollten sie jemals ihren Fuß auf andere Planeten setzen. Deshalb ist er auch ein eiskalter Planet. An seiner Wolkenobergrenze herrschen Temperaturen von minus 220 Grad Celsius. Was also treibt diese Winde an, wenn es die Sonnenwärme nicht sein kann? Das ist eines der interessanten Rätsel im äußeren Sonnensystem. Trotz der immer größeren Entfernung von der Sonne nehmen die Winde nicht ab. Sie sind immer noch sehr heftig. Sie müssen ihre Energie also aus einer anderen Quelle beziehen. Die Frage ist nur, aus welcher? Der Neptun bezieht seine Energie auf keinen Fall von der Sonne. Die Energie, die wir entdeckt haben, gibt der Planet als Hitze im Infrarotbereich ab. Sie ist 2,5 Mal so stark wie die von der Sonne. Also erzeugt der blaue Planet seine Energie selbst, allerdings nicht in seinem Kern, der vermutlich überwiegend aus Gestein und Eis besteht, sondern in seinem Mantel, der sich aus Methan, Ammoniak und Wasser zusammensetzt. Dieser Mantel steht unter gewaltigem Druck und produziert deshalb enorme Mengen Hitze. Anders gesagt, die Oberfläche ist zwar eiskalt, aber aus dem Inneren entweichen große Energiemengen in Form von Hitze. Diese Hitze hilft offenbar dabei, die gewaltigen Höhenwinde entstehen zu lassen. Doch die sind so stark, dass noch eine andere Ursache beteiligt sein muss. Irgendetwas, das sie immer schneller werden lässt. Auch die Erde hat einen heißen Kern und ist außerdem der Sonne viel näher als der Neptun. Warum also gibt es bei uns keine so heftigen Jetstreams wie dort? Ein wichtiger Faktor sind unsere Weltmeere. Sie funktionieren als Wettermaschinen, weil sie Energie speichern und wieder abgeben. Es ist ein Geben und Nehmen von Energie in einem komplizierten System. Auch dieses System erzeugt starke Winde. Die stärksten auf unserem Planeten bilden sich allerdings nicht über den Meeren, wie man vielleicht erwarten würde, sondern über dem Gipfel eines nicht mal besonders hohen Berges. Es ist der Mount Washington im US-Bundesstaat New Hampshire. Die stärksten je registrierten Winde wurden hier am 12. April 1934 mit 372 Stundenkilometern gemessen. Das private Observatorium auf dem Gipfel des 1916 Meter hohen Mount Washington dient als Wetterwarte. Im Winter ist sie nur mit Schneeraupen erreichbar. Hier herrschen einige der extremsten Bedingungen der Erde. Im Winter haben wir alle paar Tage Stürme von über 160 km/h. Das sind zwar nur Brisen im Vergleich zu den Stürmen auf dem Neptun, aber für irdische Verhältnisse äußerst heftige Grad Celsius wie in Miami. Weit gefehlt. Auf dem Planeten muss etwas vor sich gehen, das wir nicht kennen. Aber was? Warum kühlt er nachts nicht ab wie die Erde? Wenn auf der Erde Sonnenlicht auf die Oberfläche trifft, erwärmt es sie ein wenig. Aber der Sauerstoff und der Stickstoff in der Atmosphäre behindern das Sonnenlicht nicht. Wenn es also im Infrarotbereich wieder entweicht, verschwindet es durch die Atmosphäre hindurch ins All. Doch die Atmosphäre der Venus besteht zu 96% aus Kohlendioxid. Entsprechend hoch ist der Treibhauseffekt. Die Oberfläche hat kaum Chancen, Energie abzugeben. Die Venus hat uns die Lektion erteilt, dass Treibhausgase die Atmosphäre ungemein aufheizen können. Doch warum hat die Venusatmosphäre so viel mehr Kohlendioxid als die irdische? Die beiden Planeten haben doch sonst so viel gemeinsam. Man nennt sie ja nicht umsonst Geschwisterplaneten. Sie haben fast die gleiche Größe, weisen nahezu den gleichen Anteil an Kohlenstoff auf und hatten bis vor einigen Milliarden Jahren ähnlich große Mengen an Wasser.
irgendwann in Urzeiten nahmen die beiden dann eine völlig unterschiedliche Entwicklung. Auf der Erde entstand mit Hilfe des Wassers Leben. Die Erde speichert den Großteil ihres Kohlenstoffs in Lebensformen wie Bäumen und Tieren. Aber man brauchte nur all den Kohlenstoff im oberflächennahen Gestein zu verbrennen oder sonst wie herauszulösen, und schon hätte man eine ähnliche Atmosphäre wie auf der Venus. Auf unserem Schwesterplaneten war das flüssige Wasser wegen der großen Nähe zur Sonne in die Atmosphäre verdunstet. Dort blieb die Sonnenhitze gefangen und erzeugte den Treibhauseffekt. In der Atmosphäre wurden die Wassermoleküle durch die ultraviolette Strahlung der Sonne zersetzt. Wie wichtig der Treibhauseffekt war, wurde erst erkannt, als die Venussonden zeigten, dass es dort unglaubliche 470 Grad heiß ist und nicht etwa 32. Vorangegangen waren mehrere gescheiterte Missionen. Seit den 1960er Jahren hatten die USA und die Sowjetunion verschiedene Sonden zu dem Planeten geschickt. Einige landeten dort sogar. Aber sie verbrannten immer nach kurzer Zeit. Erst 1981 gelang dem sowjetischen Landefahrzeug Venera 13 der bisherige Rekord. Es blieb 2 Stunden und 7 Minuten funktionsfähig, bevor es ebenfalls ein Opfer der Hitze wurde. In dieser Zeit machte es zahlreiche Aufnahmen und sammelte sogar Proben von der Oberfläche ein. In einer 470 Grad heißen Umgebung wird alles nach einer Weile gebacken, wie in einem Ofen. Trotzdem hoffen die Wissenschaftler, dass es eines Tages gelingen wird, eine Sonde zur Venus zu schicken, die der höllischen Hitze standhält. Dann könnte sie neue Erkenntnisse darüber liefern, Staubteufel, also Windhosen oder kleine Wirbelstürme. Diese Staubwirbel erwiesen sich praktisch als unsere weißen Ritter. Sie säuberten die Solarzellen immer dann, wenn wir mit Problemen rechnen mussten. Wir haben wunderschöne Fotos, die zeigen, wie die Windhosen in der Ferne durch die Marsatmosphäre sausen wie Geistersoldaten. Diese Windhosen entstehen durch extrem schnell aufsteigende heiße Luft. Diese heiße Luft steigt ebenso rasant auf, wie Wasser durch ein Rohr nach unten rauscht. Sie schraubt sich nach oben, in die kälteren Schichten. Die Rotation entsteht, weil die wärmere Luft weniger Dichte hat als die kältere, durch die sie aufsteigt. Man nennt das Konvektion. Die Konvektionskräfte können so stark sein, dass sie Gegenstände mit nach oben reißen. Wenn auf der Erde Feuchtigkeit in die Höhe transportiert wird, entstehen Stürme. Aber auf dem Mars gibt es keine Feuchtigkeit. Dort wird nur der trockene, dunkle Staub emporgewirbelt. So entstehen die gewaltigen Staubstürme. Sie wiederum absorbieren das Sonnenlicht, sodass sich die Atmosphäre weiter aufheizt. Das verstärkt die Konvektion und es wird noch mehr Staub hochgeschleudert. So werden noch stärkere Winde erzeugt, die dann noch mehr Staub aufwirbeln. Der Sturm kann sich über tausende Kilometer erstrecken und den ganzen Planeten einhüllen. Und da die Marsatmosphäre so dünn ist, wird dieser sich selbst verstärkende Zyklus sehr leicht in Gang gesetzt. Weil die Differenz zwischen Oberflächen- und Lufttemperatur viel größer ist als bei uns, ist auch die Konvektion viel stärker. Auf der Erde kommen solche Temperaturextreme normalerweise nicht vor. Doch bisweilen gibt es in einigen Wüsten ähnlich starke Konvektionskräfte. Dann erleben wir auch ähnliche Staubteufel wie auf dem Mars. An der Arizona State University erzeugt Lynn Neagrace Staubteufel nach Mars, nämlich im Labor mit einem Wirbelgenerator. Anstelle von Staubpartikeln benutzt er Trockeneis in Form von Pulver und von Stücken. So entstehen zwar keine genauen Kopien der Windhosen, aber er kann beobachten, wie sie die Partikel nach oben saugen. Natürliche Staubteufel entstehen gewöhnlich von unten nach oben, im Gegensatz zu Tornados, die sich von oben nach unten herausbilden. Wenn ich den Generator anschalte und den Luftstrom durch die Ventilatoren rotieren lasse, lenke ich ihn nach unten und es ergibt sich der Windhosenwirbel. Mit anderen Worten, der Generator, der wie ein riesiger Staubsauger funktioniert, imitiert den Konvektionseffekt. You can see here there's a
Es ist nicht so, dass die Winde dort immer weiter angetrieben werden. Es gibt nur einfach nichts, das sie verlangsamen könnte. Wenn sie erst einmal wehen, kann nichts sie aufhalten. Was würde wohl ein durchschnittlicher Neptun-Orkan mit seinen gut 1400 Stundenkilometern auf der Erde anrichten? Wenn bei uns Hurricanes Geschwindigkeiten von mehr als 160 Stundenkilometern erreichen, finden wir das ziemlich schlimm. Aber Stürme wie auf dem Neptun würden mit ihren über 1400 km/h wahrscheinlich alles von der Erdoberfläche fegen und wegkratzen. Ein trüber Tag und es beginnt zu regnen. Wären wir auf der Erde, würden wir einen Schirm aufspannen und vielleicht über die leichte Unannehmlichkeit schimpfen. Aber wir sind hier nicht auf der Erde und dies ist auch kein gewöhnlicher Regen. Wir befinden uns auf dem kleinen Saturnmond Titan. Was hier herabregnet, ist ein chemischer Stoff, gegen den kein Schirm schützen könnte. Die irdischen Wetterregeln haben hier keine Geltung, obwohl die Erde und dieser Mond viele Ähnlichkeiten aufweisen. Auf der Erde haben wir eine feste Oberfläche, eine schützende Atmosphäre und eine Menge Wasser. Etwas Ähnliches finden wir auf Titan, allerdings ist es nicht das Gleiche. Das gibt es sonst nirgendwo im Sonnensystem. Immerhin hat auch der Mond Titan eine feste Oberfläche. Und das ist noch nicht alles. Titan hat eine Atmosphäre, die der irdischen in mancher Hinsicht ähnelt. Auch sie besteht überwiegend aus Stickstoff und ist wie die unsere reich an organischer Materie. Doch ähnlich ist eben nicht das Gleiche. Die Erdatmosphäre enthält zu allen Zeiten riesige Vorräte an Wasser. Es ist in einen ständigen Kreislauf von Verdunstung und Niederschlag eingebunden. Zum Beispiel hier, auf der hawaiianischen Insel Kauai. Wir sind hier am Mount Waialeale, der hinter uns von Wolken verhangen ist. Hier fallen jährlich über 120 cm Regen. Der Wasserkreislauf auf der Erde beginnt bekanntlich, wenn warme, feuchte Meeresluft aufsteigt und Wolken bildet, aus denen es irgendwann regnet. Einige Astronomen hatten früher sogar angenommen, dass auf ihr gemäßigte erdähnliche Temperaturen herrschen. Als 1962 eine Sonde an der Venus vorbeiflog, erwarteten wir eine Oberfläche mit 32 Grad Celsius wie in Miami. Weit gefehlt. Auf dem Planeten muss etwas vor sich gehen, das wir nicht kennen. Aber was? Warum kühlt er nachts nicht ab wie die Erde? Wenn auf der Erde Sonnenlicht auf die Oberfläche trifft, erwärmt es sie ein wenig. Aber der Sauerstoff und der Stickstoff in der Atmosphäre behindern das Sonnenlicht nicht. Wenn es also im Infrarotbereich wieder entweicht, verschwindet es durch die Atmosphäre hindurch ins All. Doch die Atmosphäre der Venus besteht zu 96% aus Kohlendioxid. Entsprechend hoch ist der Treibhauseffekt. Die Oberfläche hat kaum Chancen, Energie abzugeben. Die Venus hat uns die Lektion erteilt, dass Treibhausgase die Atmosphäre ungemein aufheizen können. Doch warum hat die Venus-Atmosphäre so viel mehr Kohlendioxid als die irdische? Die beiden Planeten haben doch sonst so viel gemeinsam. Man nennt sie ja nicht umsonst Geschwisterplaneten. Sie haben fast die gleiche Größe, weisen nahezu den gleichen Anteil an Kohlenstoff auf und hatten bis vor einigen Milliarden Jahren ähnlich große Mengen an Wasser. Irgendwann in Urzeiten nahmen die beiden dann eine völlig unterschiedliche Entwicklung. Auf der Erde entstand mit Hilfe des Wassers Leben. Die Erde speichert den Großteil ihres Kohlenstoffs in Lebensformen wie Bäumen und Tieren. Aber man brauchte nur all den Kohlenstoff im oberflächennahen Gestein zu verbrennen oder sonst wie herauszulösen und schon hätte man eine ähnliche Atmosphäre wie auf der Venus. Auf unserem Schwesterplaneten war das flüssige Wasser wegen der großen Nähe zur Sonne in die Atmosphäre verdunstet. Dort blieb die Sonnenhitze gefangen und erzeugte den Treibhauseffekt.
In der Atmosphäre wurden die Wassermoleküle durch die ultraviolette Strahlung der Sonne zersetzt. Wie wichtig der Treibhauseffekt war, wurde erst erkannt, als die Venussonden zeigten, dass es dort unglaubliche 470 Grad heiß ist und nicht etwa 32. Vorangegangen waren mehrere gescheiterte Missionen. Seit den 1960er Jahren hatten die USA und die Sowjetunion verschiedene Sonden zu dem Planeten geschickt. Einige landeten dort sogar. Aber sie verbrannten immer nach kurzer Zeit. Erst 1981 gelang dem sowjetischen Landefahrzeug Venera 13 der bisherige Rekord. Es blieb 2 Stunden und 7 Minuten funktionsfähig, bevor es ebenfalls ein Opfer der Hitze wurde. In dieser Zeit machte es zahlreiche Aufnahmen und sammelte sogar Proben von der Oberfläche ein. In einer 470 Grad... Auf unserer Erde ist es die Sonne, die das Wettergeschehen antreibt wie ein Motor. Manchmal wie einer, der außer Kontrolle geraten ist. Immer wenn in der Atmosphäre heiß und kalt aufeinanderprallen, gibt es heftige Turbulenzen. Das gilt Staubsturm blockiert 99% des Sonnenlichts, das sonst auf die Oberfläche des roten Planeten trifft. Genau genommen entsteht der Schleier durch eine Vielzahl einzelner massiver Windhosen, die den Staub hoch in die Atmosphäre schleudern. Einmal in Gang gesetzt, dauert es Monate, bis der Marshimmel wieder klar ist. In mancher Hinsicht hat der Mars die dramatischsten Wetterphänomene im Sonnensystem, weil ein einzelnes Ereignis den gesamten Planeten erfasst. Hat sich einer dieser Staubstürme wieder gelegt, dauert es eine Weile, bis der nächste entstehen kann. Nach einem großen Sturm ist die Oberfläche völlig staubfrei und es braucht eine Weile, bis sich neuer Staub gebildet hat. Vor allem im sogenannten Windkorridor. Wenn dann wieder genügend Staub auf der Oberfläche vorhanden ist, kann der nächste Sturm folgen.
Wenn also auf dem Mars die gleichen Gesetze von heiß und kalt gelten wie auf der Erde, warum ist das Wetter dort dann so völlig anders? Erstens liegt das daran, dass der Mars nur halb so groß ist wie die Erde. Zweitens ist er um 50% weiter von der Sonne entfernt und deshalb erheblich kälter. Die Durchschnittstemperatur auf seiner Oberfläche beträgt minus 63 Grad Celsius, verglichen mit 16,5 Grad plus bei uns. Außerdem ist seine Atmosphäre extrem dünn. Und sie besteht hauptsächlich aus Kohlendioxid. Doch der wohl wichtigste Unterschied ist die Tatsache, dass die gesamte Marsoberfläche eine einzige Wüste ist. So ähnlich würde die Erde ohne Wasser aussehen, wahrscheinlich sehr staubig. Auf der Marsoberfläche gibt es kein flüssiges Wasser und in der Atmosphäre nur sehr wenig Wasserdampf. Also kann nichts den Staub niederhalten. Auf der Erde sind Staubstürme örtlich begrenzt und nur von kurzer Dauer. Auf dem Mars sind sie so viel größer, weil sie ihr eigenes Wetter schaffen, während die irdischen Stürme praktisch Sklaven der Wetterbedingungen um sie herum sind. Mit anderen Worten, auf der Erde erzeugt das globale Wettersystem die Stürme, während auf dem Mars die Stürme ein globales Wettersystem hervorbringen. Die Astronomen haben die gewaltigen Staubstürme auf dem Mars schon seit langem mit ihren Teleskopen beobachten können. Was sie nicht sehen konnten, waren die Ursachen. Die waren nur durch eine Reise zum roten Planeten zu ermitteln. 2003 schickte die NASA zwei Landefahrzeuge auf die Oberfläche. Diese Rover hießen Spirit und Opportunity. Sie sollten die geologische Beschaffenheit erkunden. Im Kontrollzentrum war man davon ausgegangen, dass die beiden Roboter nicht lange funktionsfähig bleiben würden, weil sich Staub auf den Solarbahnen... Nach einem großen Sturm ist die Oberfläche völlig staubfrei und es braucht eine Weile, bis sich neuer Staub gebildet hat. Vor allem im sogenannten Windkorridor. Wenn dann wieder genügend Staub auf der Oberfläche vorhanden ist, kann der nächste Sturm folgen. Wenn also auf dem Mars die gleichen Gesetze von heiß und kalt gelten wie auf der Erde, warum ist das Wetter dort dann so völlig anders? Erstens liegt das daran, dass der Mars nur halb so groß ist wie die Erde. Zweitens ist er um 50% weiter von der Sonne entfernt und deshalb erheblich kälter. Die Durchschnittstemperatur auf seiner Oberfläche beträgt minus 63 Grad Celsius, verglichen mit 16,5 Grad plus bei uns. Außerdem ist seine Atmosphäre extrem dünn. Und sie besteht hauptsächlich aus Kohlendioxid. Doch der wohl wichtigste Unterschied ist die Tatsache, dass die gesamte Marsoberfläche eine einzige Wüste ist. So ähnlich würde die Erde ohne Wasser aussehen, wahrscheinlich sehr staubig. Auf der Marsoberfläche gibt es kein flüssiges Wasser und in der Atmosphäre nur sehr wenig Wasserdampf. Also kann nichts den Staub niederhalten. Auf der Erde sind Staubstürme örtlich begrenzt und nur von kurzer Dauer. Auf dem Mars sind sie so viel größer, weil sie ihr eigenes Wetter schaffen, während die irdischen Stürme praktisch Sklaven der Wetterbedingungen um sie herum sind. Mit anderen Worten, auf der Erde erzeugt das globale Wettersystem die Stürme, während auf dem Mars die Stürme ein globales Wettersystem hervorbringen. Die Astronomen haben die gewaltigen Staubstürme auf dem Mars schon seit langem mit ihren Teleskopen beobachten können. Was sie nicht sehen konnten, waren die Ursachen. Die waren nur durch eine Reise zum roten Planeten zu ermitteln. . 2003 schickte die NASA zwei Landefahrzeuge auf die Oberfläche. Diese Rover hießen Spirit und Opportunity. Sie sollten die geologische Beschaffenheit erkunden. Im Kontrollzentrum war man davon ausgegangen, dass die beiden Roboter nicht lange funktionsfähig bleiben würden, weil sich Staub auf den Solarbatterien absetzen würde. Wenn viel Staub aus der Atmosphäre die Solarzellen bedeckt, trifft kaum noch Sonnenlicht auf das Silizium. Dann, so dachten wir, würden Spirit und Opportunity lahmgelegt. Doch genau das geschah überraschenderweise nicht. Die Roboter blieben aktiv. Immer wenn sich Staub auf ihnen angesammelt hatte, wurde er irgendwie wieder weggewischt. Bei der NASA war man verblüfft, bis die Roboter selbst die Ursache im Bild festhielten und die Aufnahmen zur Erde funkten.
Es waren Dust Devils, Staubteufel, also Windhosen oder kleine Wirbelstürme. Extremes wie dort. Ein wichtiger Faktor sind unsere Weltmeere. Sie funktionieren als Wettermaschinen, weil sie Energie speichern und wieder abgeben. Es ist ein Geben und Nehmen von Energie in einem komplizierten System. Auch dieses System erzeugt starke Winde. Die stärksten auf unserem Planeten bilden sich allerdings nicht über den Meeren, wie man vielleicht erwarten würde, sondern über dem Gipfel eines nicht mal besonders hohen Berges. Es ist der Mount Washington im US-Bundesstaat New Hampshire. Die stärksten je registrierten Winde wurden hier am 12. April 1934 mit 372 Stundenkilometern gemessen. Das private Observatorium auf dem Gipfel des 1916 Meter hohen Mount Washington dient als Wetterwarte. Im Winter ist sie nur mit Schneeraupen erreichbar. Hier herrschen einige der extremsten Bedingungen der Erde. Im Winter haben wir alle paar Tage Stürme von über 160 km/h. Das sind zwar nur Brisen im Vergleich zu den Stürmen auf dem Neptun, aber für irdische Verhältnisse äußerst heftige Winde. Warum entstehen sie gerade hier und nicht etwa auf dem viermal so hohen Mount Everest? Wir sind hier an einer Stelle, an der Winde aus den verschiedensten Richtungen zusammentreffen. Vom Flusstal des Ohio, vom Tal des St. Lawrence-Stroms und von der Küstenregion im Osten. Sie alle vereinen sich hier auf dem Gipfel des Mount Washington. Der Höhenunterschied zwischen den Tälern und dem Gipfel ist mit über 1200 Metern beträchtlich. Die Luft ist gezwungen, über den Gipfel zu strömen, wird dabei zusammengepresst und beschleunigt. Gemessen werden die Windgeschwindigkeiten stündlich zur vollen Stunde, Tag und Nacht, 7 Tage die Woche. Über 160 Stundenkilometer. Auf den Instrumenten bildet sich schneller Eis. Es ist Zeit, sie zu enteisen. Trotz des Sturms müssen wir das jetzt jede Stunde tun. Die zerklüftete Oberfläche der Erde, die am Mount Washington die Winde so beschleunigt, sorgt mit ihren Hindernissen beruhigenderweise auch dafür, dass sie irgendwann wieder abflauen. Und das ist ein entscheidender Unterschied zum Neptun. Er ist ein Gasplanet mit einer ebenen Oberfläche, glatt wie eine Billardkugel. Es ist nicht so, dass die Winde dort immer weiter angetrieben werden. Es gibt nur einfach nichts, das sie verlangsamen könnte. Wenn sie erst einmal... Genau genommen entsteht der Schleier durch eine Vielzahl einzelner massiver Windhosen, die den Staub hoch in die Atmosphäre schleudern. Einmal in Gang gesetzt, dauert es Monate, bis der Marshimmel wieder klar ist. In mancher Hinsicht hat der Mars die dramatischsten Wetterphänomene im Sonnensystem, weil ein einzelnes Ereignis den gesamten Planeten erfasst. Hat sich einer dieser Staubstürme wieder gelegt, dauert es eine Weile, bis der nächste entstehen kann. Nach einem großen Sturm ist die Oberfläche völlig staubfrei und es braucht eine Weile, bis sich neuer Staub gebildet hat. Vor allem im sogenannten Windkorridor. Wenn dann wieder genügend Staub auf der Oberfläche vorhanden ist, kann der nächste Sturm folgen. Wenn also auf dem Mars die gleichen Gesetze von heiß und kalt gelten wie auf der Erde, warum ist das Wetter dort dann so völlig anders? Erstens liegt das daran, dass der Mars nur halb so groß ist wie die Erde. Zweitens ist er um 50% weiter von der Sonne entfernt und deshalb erheblich kälter. Die Durchschnittstemperatur auf seiner Oberfläche beträgt minus 63 Grad Celsius, verglichen mit 16,5 Grad plus bei uns. Außerdem ist seine Atmosphäre extrem dünn. Und sie besteht hauptsächlich aus Kohlendioxid. Doch der wohl wichtigste Unterschied ist die Tatsache, dass die gesamte Marsoberfläche eine einzige Wüste ist. So ähnlich würde die Erde ohne Wasser aussehen, wahrscheinlich sehr staubig. Auf der Marsoberfläche gibt es kein flüssiges Wasser und in der Atmosphäre nur sehr wenig Wasserdampf. Also kann nichts den Staub niederhalten. Auf der Erde sind Staubstürme örtlich begrenzt und nur von kurzer Dauer.
Auf dem Mars sind sie so viel größer, weil sie ihr eigenes Wetter schaffen, während die irdischen Stürme praktisch Sklaven der Wetterbedingungen um sie herum sind. Mit anderen Worten, auf der Erde erzeugt das globale Wettersystem die Stürme, während auf dem Mars die Stürme ein globales Wettersystem hervorbringen. Die Astronomen haben die gewaltigen Staubstürme auf dem Mars schon seit langem mit ihren Teleskopen beobachten können. Was sie nicht sehen konnten, waren die Ursachen. Die waren nur durch eine Reise zum roten Planeten zu ermitteln. 2003 schickte die NASA zwei Landefahrzeuge auf die Oberfläche. Diese Rover hießen Spirit und Opportunity. Sie sollten die geologische Beschaffenheit erkunden. Im Kontrollzentrum war man davon ausgegangen, dass die beiden Roboter nicht lange funktionsfähig bleiben würden, weil sich Staub auf den Solarbatterien absetzen würde. Auf unserer Erde ist es die Sonne, die das Wettergeschehen antreibt wie ein Motor. Manchmal wie einer, der außer Kontrolle geraten ist. Immer wenn in der Atmosphäre heiß und kalt aufeinanderprallen, gibt es heftige Turbulenzen. Das gilt überall auf dem Erdball. Doch auf anderen Planeten sind Stürme nicht nur viel heftiger und haben viel größere Ausdehnungen. Sie sind überhaupt ganz anders geartete Phänomene als bei uns. Woran liegt das? Ist vielleicht die Sonne auch auf den anderen Planeten die Triebkraft für diese außerirdischen Unwetter? Wenn nicht, was sind dann die Ursachen? Im Prinzip herrschen überall in unserer Galaxie die gleichen Naturgesetze. Aber jeder Planet hat seine eigenen Spielregeln. Der gesamte Mars zum Beispiel ist zurzeit eingehüllt in riesige Staubwolken. Dieser globale Staubsturm blockiert 99% des Sonnenlichts, das sonst auf die Oberfläche des roten Planeten trifft. Genau genommen entsteht der Schleier durch eine Vielzahl einzelner massiver Windhosen, die den Staub hoch in die Atmosphäre schleudern. Einmal in Gang gesetzt, dauert es Monate, bis der Marshimmel wieder klar ist. In mancher Hinsicht hat der Mars die dramatischsten Wetterphänomene im Sonnensystem, weil ein einzelnes Ereignis den gesamten Planeten erfasst. Hat sich einer dieser Staubstürme wieder gelegt, dauert es eine Weile, bis der nächste entstehen kann. Nach einem großen Sturm ist die Oberfläche völlig staubfrei und es braucht eine Weile, bis sich neuer Staub gebildet hat. Vor allem im sogenannten Windkorridor. Wenn dann wieder genügend Staub auf der Oberfläche vorhanden ist, kann der nächste Sturm folgen. Wenn also auf dem Mars die gleichen Gesetze von heiß und kalt gelten wie auf der Erde, warum ist das Wetter dort dann so völlig anders? Erstens liegt das daran, dass der Mars nur